Schönen guten Abend, sehr verehrte Zuschauer. Wir haben zwar kein Thema dafür, aber zwei doch recht interessante Gäste eingeladen. Ein Gast ist Hermann Wurm. Er hat zuletzt ein Buch geschrieben mit dem Titel »Bitte nicht lesen«. Dem sind wir selbstverständlich nachgekommen. Herr Wurm, guten Abend. Abend. Und außerdem freue ich mich, hier eine Künstlerin begrüßen zu dürfen, deren Gesamtwerk mich schon seit Jahren fesselt. Guten Abend, Frau Kessebrot. Hallo die Herren. Hallo Frau Brot. Frau Brot, zunächst möchte ich Sie fragen, haben Sie Wurms Buch gelesen? Was soll die verdammte Übersetzung? Ich spreche Deutsch. Ja, selbstverständlich habe ich das Buch gelesen. Unerhört, sagt Herr Wurm. Warum haben Sie es gelesen, wenn ich fragen darf? Aber gerne. Ja? Wissen Sie, Herr Wurm mag sich jetzt darüber aufregen, aber wenn er derart provokante Titel für ein Buch aussucht, darf er sich nicht wundern, wenn jemand der Verlockung nicht widerstehen kann. Ja, unglaublich, sagt er dazu. Herr Wurm, Sie sprechen also dem Titel jegliche Provokation ab. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, das können Sie auch sein, Frau Brot. Wissen Sie, was mich an Leuten wie Ihnen stört? Das weiß Sie doch wollen schon immer wieder in alles etwas hineininterpretieren. Will ich nicht. Doch natürlich. Jede Abweichung von Ihrer Meinung Lächerlich. Nehmen Sie als Provokation auf. Das tun Sagen Sie Sie mir tun bitte, es doch. Frau Brot, lassen Sie mich ausreden. Frau Brot. Hören Sie, es wird mir wohl erlaubt sein, eine Forderung an die Öffentlichkeit zu stellen, ohne dass dann irgendjemand versucht, genau das Gegenteil daraus zu machen. Ist das nicht berechtigte Kritik, Frau Brot? Darum geht es doch gar nicht. Doch, denn ich frage Sie aber. Sehen Sie, was Herr Wurm bei allem Respekt hier versucht, ist doch ganz offensichtlich. Jetzt kommt. Ja, passen Sie mal auf. Was versuche ich denn? Na, Frau Brot, ja, was Herr Wurm hier versucht, ist ganz einfach nur eines. Er will die Verkaufszahlen seines Buches erhöhen. Oh, Sie enttäuschen mich, Frau Brot. Sie haben doch mein Buch gelesen, haben Sie gesagt? Ja, natürlich. Also, Sie kennen doch meine Motivation. Was erzählen Sie dann hier von Verkaufszahlen? Wie kommen Sie auf sowas? Das ist doch ganz einfach. Ihr Buch war eines der besten, die ich je gelesen habe. Trotz des Titels. Sie sind ein Bestseller-Autor, das wollen Sie doch wohl nicht leugnen. Natürlich habe ich es gerne, wenn man meine Bücher kauft. Na bitte. Nein, warten Sie. Kaufen ist gut. Sag ich aber doch. Wenn ich Ihnen doch schon extra das Lesen untersage, Sie warum... Sie haben mir gar nichts zu untersagen. Warum müssen Sie sich dann meiner dringlichen Bitte widersetzen? Das können Sie doch nicht ernst meinen. Wie ich das ernst meine. Herr Wurm, nein, bitte. Das kann ich nicht. Und damit sind wir auch schon leider am Ende unseres Gespräches. Vielen Dank für das anregende Gespräch. Was ist mit meinem Album? Und sehr verehrte Zuschauer, natürlich möchte ich Ihnen nochmal das neue Album von Frau Brot in die Kamera halten. Danke. So viel Zeit muss sein. Moral Schönen ist das Abend. Frau Brot. Guten Abend.